Willkommen zurück zu Tomb Raider, dem Spiel mit dem geothermalen Tal. Immer noch, wir haben auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Das Spiel möchte uns erzählen, dass in der Nähe ein Grab ist. Das stimmt aber überhaupt nicht. Und wir sollen uns weiter um die Verteidigung des Dinges kümmern. Wahrscheinlich werde ich mitten im Kampf unterbrochen, weil ich einen Lieferboten erwarte. Was ist das hier? Das ist nicht da, wo ich hin muss, oder? Wusste, dass ich gerade was blinken habe. Ich sollte das vielleicht doch leveln, dass ich die Verstecke sehen kann, normal, ohne die Karten zu machen. Weil bevor mir nichts Besseres einfällt. Achso, ich sehe das Feuer entzünden. Genau, das war jetzt dort. Ist besser gewesen, dass die anderen Vögel zu töten? Ist das Jacob eigentlich? Nee, ist er nicht, oder? Oh, hallo. Sie sind keiner von den Eindringlingen. Was bringt Sie ins Tal? Haben Sie die Totems bei einigen der Höhlen gesehen? Seien Sie an solchen Orten vorsichtig. Aha. Ja, vorsichtig. Ihnen auch so. Ich habe immer noch volles Holz. Ich dachte, ich hätte das schon nicht verbraucht. Hä? Warte. Ich will hier hochkommen. Das ist übrigens nicht, ob das so sinnvoll ist, was ich hier gerade tue. Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ich muss Sie um etwas bitten. Ich wäre ganz normal hochgekommen, oder? Naja, das war richtig. Das macht die Kamera richtig sinnlos. Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass Sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben Sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder, auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber jetzt könnte ich Ihre Hilfe brauchen. Ja, das ist, vor allen Dingen, das ist annehmen oder nicht annehmen? Die Späher sagen mir, sie waren schon in einem der alten Gräber. Teilen Sie das, was Sie erfahren haben? Ja, bis gleich. So. Natürlich. Sie gehören ja Ihrem Volk. Wir haben nicht viel, nur diese alten Münzen. Wenn Sie Gold brauchen können, gebe ich Ihnen welches für jedes entdeckte Geheimnis. Warum war das jetzt so leise? Das ist der zweite Tag. Oh, das ist hier wie so ein Ding, was ich entdecken kann. Die Anhänger des Propheten flohen. Doch sie wurden angegriffen. In Syrien. Ja, das wusste ich schon. Ich würde mich ja interessieren, was hier passiert. Das waren doch nicht nur die Mongolen. Ich meine, die Leute leben ja offensichtlich noch. Die werden sich aber wahrscheinlich nicht in 100.000 Generationen hochgespielt haben hier wieder, oder? Pirole könnte ich hier schießen. Warum habe ich da noch so ein Ding an der Wand gesehen? Warum kann ich hier über die Wände hochrennen, dass es überhaupt nicht notwendig ist? So nötig ist. Hey, guck mal, hier kann ich auch gehen. Wie eine Gazelle springt sie da hoch. Schön. Das kannst du hier überall hochklettern. Ach, das ist bestimmt hier Kampfgebiet, oder? Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen, warum man hier überall kämpft. Ah, das geht gut los. Geil. Zack. So, die Gräber kann ich übrigens trotzdem nicht machen, weil das Spiel behauptet zwar, dass ich die machen kann, aber ohne Tauchgerät geht hier gar nichts. Ich kann maximal, ich glaube, da unten war ich noch nicht. Ist ja schon wieder vergessen. Obacht. Das Holz voll ist, das macht mich auch fertig. Naja, Bärenbüsche. Ich glaube, mir fehlt tatsächlich Fell. Also ich könnte jetzt schnell reisen zum. Ich könnte auch mal dieses Addon machen, fällt mir gerade so ein. Würde sich ja nicht jetzt anbieten, ne? Dieses Baba Yaga-Dings jetzt mal schnell zu machen. Da habe ich das Wissen hinter mir, weil ich glaube, das ist ja relativ für den Anfang vorgesehen gewesen. Wenn ich da jetzt hier zu übermächtig wäre, wird es halt noch langweilig. Wir machen jetzt das Baba Yaga-Ding. Oder habe ich jetzt Zeit gesteuert anscheinend? Nee. Die blasen nur so das Horn. Hallo. Ja, grüß dich. Würde mich ja leicht beunruhigen, so ein Rumgehorn hier. Ich kann schon wieder upgraden, was denn? Achso, eine scheiß Axt. Das wird nicht passieren, Freunde. Ich werde hier gar nichts upgraden. Okay, wir reisen mal eben zum Holzverleiher und machen hier diese Bonus-Quest. Hier. Und dass es auf der Karte so dieses Symbol gibt, sagt mir eigentlich, dass es noch mehrere Händler gibt, oder?
gab's da nicht auf den Tisch auch den Krieg vorbereiten? Ich glaube, das habe ich die letzte Episode genannt, oder? Auf den Krieg vorbereiten, ja genau, so habe ich die letzte Episode. Zielscheiben habe ich mich noch dazu geschrieben. Ja, stimmt, im ganzen Tal verteilt sind so Zielscheiben. Ich habe davon bis jetzt so die Hälfte, glaube ich, gefunden, wenn es gut läuft. Also bei Weitem noch nicht alle. Oh, okay. Ach. Achso, ich habe jetzt hier so eine Rauchkanne. Achso, so ein Ding. Wer seid ihr? Ah, sind tatsächlich Feinde. Das sind richtig viele. Alle her. Boah, der Witz, wo kommen die alle her? Also, dass ich eigentlich nur Bonusmission machen wollte? Erinnert es mir tatsächlich. Das ist Baba Yaga, aber wo ist denn das hier? Hallo? Bedrohliche Musik? Schade, hätte ich belauschen können. Das ist dein erster Vertrag. Ein schöner Rucksack bei der Typ. Kannst du gar nicht hin. Oh, Kopftreffer mal 7. Lord. Also es ist tatsächlich auch. Oh, das ist ja lächerlich. Oder vorne als Hasen. Ne. Ich würde übrigens auch die Eichhörnchen erschießen, aber es bringt halt einfach nichts. Zumindest kein Fell, das brauche ich gerade aktuell. So, wusste das Baba Yaga nicht, ist direkt hinter mir, ne? Wo muss ich dafür erst irgendwie die Höhle aufschießen? Also interessant, dass jetzt hier überall so Leute rumrennen. Na, ja, rennen wir mal zum Baba Yaga. Kann ja nur gut werden. Theoretisch. Mir fällt übrigens gerade auf, dass das Spiel außerhalb von Kämpfen, wenn du nicht was machst, eigentlich keinerlei Interface hat. Das ist eigentlich an sich ein schöner Trend, ne? Obwohl mich das manchmal aufregt, wenn du halt nicht weißt, mit welcher Taste du das Interface ankriegst. In manchen Spielen. Zum Bleistift. Nee, so habe ich das ab und zu mal. Das ist halt irgendwie das, dass du absolut nichts mehr siehst vom Interface. Und du denn dich aber trotzdem noch durchorientieren sollst. So, ich muss theoretisch in diese Höhle hier, oder nicht? Ich muss da raus, finden sie einen Eingang. Wenn ich dann wieder Sprengstoff brauche, kann ich das doch nicht machen. Es ist dezent dunkel hier. Ah ja, danke. War ich in der Höhle hier nicht schon? Hier links zu dem Verzeug. Mir fehlt ein bisschen so in der You Died Screen im Interface. Brauche ich das Spiel. Ja, das ist natürlich. Ups. Hier ist ein Pfad. Gut ausgetreten. Mhm. Also das ist jetzt hier so ein weiß nicht was so ursprünglich war, Vorbesteller DLC, irgendein so Bullshit halt. Den du jetzt, wenn du jetzt 3 Jahre später über die Complete Edition oder 5 Jahre später die Complete Edition kaufst, halt auch mit dabei hast. Das ist eigentlich mal sehr witzig, ne, diese ganzen... Lara, ich habe bei einem toten Eindringling ein Funkgerät gefunden. Kannst du mich hören? Wer ist das? Ich kann die Frequenz der Eindringlinge überwachen, während ich mich verarzte. Ich melde mich, wenn ich was Nützliches höre. Wer ist das? Also an sich, spoilt, das ist bestimmt die Tochter von Jacob oder so. Die es auf einmal freundlich macht. Wir haben keine Ahnung, wer das ist, ne? Hab das also doch zu früh angefangen. Naja, was soll's. Gefrorene Klamm. Naja, immerhin verbrauch ich wieder ein bisschen Holz. Das stimmt mich glücklich. Kann ich wieder neues Holz sammeln. Was Sinnvolles abgehen. Ja, ich kann meine Pistolen upgraden. Nice. Ne, ich kann nur meine Revolver upgraden. Ach, scheiße. Ich kann aber immerhin eine AK. Oh, toll. Ich kann das Ding schneller schießen lassen. Na gut. Okay, ich level den Mist. Wenn es dafür aufhört zu blinken, level ich hier alles. Was kannst du mir noch über das gottlose Tal erzählen, Nadja? Meine Leute meiden diesen Ort.
schon seit Jahrhunderten. Als die Sowjets hier waren, wollten sie dort einen Vorposten errichten. Aber sie haben Baba Yaga verärgert. Und sie hat sie alle verrückt gemacht. Großvater hat mir alles über sie erzählt. Sie wohnt in einem magischen Haus, das auf Vogelbeinen läuft. Es läuft. Glaubst du denn daran? An das Haus mit Vogelbeinen? Ich glaube, Großvater. Er war im Gulag, als die Sowjets meine Oma ins Tal brachten, um beim Erforschen der Ruinen zu helfen. Die Hexe hat sie ermordet. Das hat er nie vergessen. Aber eine richtige Hexe? Aus einem russischen Märchen? Klingt unwahrscheinlich. Tja, sei vorsichtig. Irgendwas ist in dem Tal. An diesem Ort passiert nichts Gutes. Also ich vermute, ich glaube, Nadia war die Tochter von Jacob. Ich nehme mal stark an, sie wird sich bei dem Angriff verletzen. Der ist halt noch nicht passiert und vor allen Dingen war sie bis jetzt noch nicht so freundlich zu uns, sondern eher unfreundlich. Naja, irgendwie mussten sie es ja. Kann man hier nicht abstürzen? Shit. Langsam. Also ich habe gerade nur W gedrückt. Naja, diese guten leichten Wände. Es gibt ja übrigens wirklich so Ice Climbing, ne? Also es dann halt so aussieht wie das hier, nur mit Eis. Lara, aber warte! Ich empfange eine Übertragung. Das musst du hören. Hogwarts kommt! Sofortige Evakuierung! Laservisier. Scheiße! Was zum Teufel ist das? Klingt ja super. Hast du das gehört? Das war die Hexe. Irgendwas geht da draußen auf jeden Fall vor. Egal was. Hä? Hallo? What? Ja, da geht auf jeden Fall was vor. Ich fall mir einfach um. Sofortige Evakuierung! Scheiße! Was zum Teufel ist das? Läuft! Was zum... jetzt geht's. Hast du das gehört? Das war die Hexe! Irgendwas geht da draußen auf jeden Fall vor. Egal was es ist, wir werden es herausfinden. Aha. Klingt ja auf jeden Fall wie sehr, sehr mutig. Ich weiß nicht so richtig, warum Lara jetzt hofft, wie mehr Hoffnung jetzt... Irgendein Zeichen von Großvater? Bist du noch auf dem Weg zum Tal? Nein, aber ich gehe bald zurück und schaue nach. Nimm den hölzernen Steg an der Klippe. Er führt direkt dorthin. Ja, ja. Ich möchte aber erstmal looten hier. Oh toll, drei Tuch. Wuhu. Achso, das ist mein Rückweg, das Ding hier. Ach, hätte springen müssen. Er läuft aber auch wieder hier. Wie, jetzt ist hier der Rückweg nicht gemacht, oder was? Da hinten ist übrigens noch ein Vogelnest. Ist hier vielleicht die Tochter von Jacob? Das ist die Tochter von Jacob, meine ich. Der ging es aber beim letzten Mal, wo wir geguckt haben, noch super. Und das, ich kann mich nicht erinnern, dass sie sich irgendwie verletzt hat. Und vor allen Dingen war sie letztes Mal auch noch sau unfreundlich und war kurz davor, uns zu erschießen. Vor allem die Flachplatte hält hier. Und das ist jetzt eher so Neuigkeiten, dass die irgendwie freundlich zu uns ist. Du musst nicht in den alten Tempel. Geh zum hölzernen Steg an der Klippe. Ein Seil sollte dorthin führen. Auf diesem Pfad kommst du direkt ins Tal. Hä? Aber ich will den scheiß Tempel. Oh. Aber ich will den Tempel! Tempel, 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 Tempel! Oh, komm jetzt hier wieder die Luft, komm jetzt hier wieder die Lufträtsel aus dem Vorgänger. So. Mist, das Gegengewicht hängt fest. Ich muss durch diese Tür. Muss ich? Von hier steht noch gutes Zeug.
Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. Ah ja, okay. Die Hymne über einen verstorbenen Speer, der den Propheten durch die Berge führte. Na gut, also wir haben jetzt also quasi den Schrein gefunden, der den Speer... Also ich bin immer wieder überrascht, wie viele Ressourcen diese Leute verfügt haben, um Schreine für jeden einzelnen Scheiß aufzubauen. Das war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. Ja, ja, durchaus. Also an sich bin ich hier quasi... Ach, die andere Tür ist das Gegengewicht, oder was? Also an sich komme ich hier so oder so lang. Ist das hier nicht das Gegengewicht? Hallo, Mr. Pitch. Das ist auch cool, wie sich das Ding überhaupt nicht bewegt. Oh, hier sind wir schon. Das Feuer kann ich nicht entzünden. Sonst macht Lara hier jedes einzelne Feuer an, das sie finden kann. Na gut, dann gehen wir halt den komischen Holzpfad lang. Es ist nicht mehr weit bis zum gottlosen Tal. Geh einfach den hölzernen Steg an der Klippe hinunter. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. Haben's ja gleich. Der hölzerne Steg, der bestimmt noch voll heile ist. Sieht aus wie Manipel. Eine Zeremoniekleidung, die Priester beim Messen trugen. Trugen? Ich dachte, das Zeug tragen die immer noch. Ich meine, gehört das nicht irgendwie pompig dazu? Ja, das sehe ich schon. Oh, schön. Mensch, so stabil. Wie baut man so eine Dinge eigentlich? Das ist ja so eine Holzpfahl, die so am Bergwänden lang führen. Sind ja ein Stable in jedem Spiel und Film und überhaupt generell überhaupt. In der Witcher-Serie gab es ja genau so ein Ding zum Beispiel auch. Wie zur Hölle funktioniert das? Okay, ich muss das einfach anscheinend machen. Ja, ist klar. Das ist wieder so ein Sprung, den du musst machen, der viel weiter aussieht, als du das schaffst, dann fliegt sie so ein Stück nach vorne. Hier ist ein kleines Lager. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Du bist schon fast im Tal. Das ist jetzt das Lager vom Großvater. Aha. Da kann ja nur gut werden hier. Also wir sind, glaube ich, leicht zu früh hier. Wir hätten den Angriff des Tales abwarten müssen, aber was soll's. Kann ich alles haben. Irgendjemand zündet hier Feuer an. Ich finde es übrigens sehr interessant, wie sie von... Ich habe gerade mal eben ein Funkgerät gefunden zu... Ich habe genug Ausrüstung, um den Funkgespräch von einem Kanal zu einem anderen zu relayen. Hören Sie das Kirchen nach Nadias vermissten Großvater? Ach so, das ist eine Mission. Ich bin mir gerade echt unsicher, ob ich das hier machen sollte. Ob ich nochmal zurückreisen soll, welchen Wegpunkt habe. Und erstmal die Hauptquest zu Ende führe und danach den Scheiß hier mache, weil... Nadia, ich glaube, ich habe dein gottloses Tal gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig, das ist ihr Land. Ja, ich glaube, ich... Meine Enkeltochter. Mittlerweile weißt du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga. Ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal, bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Den Grund. Dein Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat. Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt.
um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen. Um Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass das böse war, aber ich wusste nicht, wie man kämpft, bis ich sie traf. Großvater Ivan muss das für Nadja geschrieben haben. Gut, das würde jetzt zumindest erklären, warum ein russisches Märchen die Leute hier rankommen ist, die eigentlich irgendwie ihre ursprünglichen Byzanz hatten. Na gut. Ich würde mal sagen, wir machen das genauso, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Wir verbuchen diese Reise hier unter Reise und ich reise nochmal kurz zurück. Mach mal die Hauptquest soweit, dass die Schlacht passiert ist. Und kümmere mich dann um das Basis-Baba-Jager-Zeug. Genau.